Okay, heute gibt es meinen ehrlichen Eindruck zur Diablo 4 Closed Beta. Open Beta ist ja jetzt Ende dieser Woche, aber ich konnte jetzt schon eine Weile reingucken. Ich konnte mit meinem Barbar verschiedene Builds ausprobieren. Ich habe die Story gesehen und ja, will heute mal so meinen Eindruck für euch zusammenfassen. Wenn es euch gefällt, wie immer, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Das hilft mir dabei, dass die Videos von mehr Leuten gesehen werden. Ist nur ein kleiner Klick für euch, macht aber einen großen Unterschied für mich. Auf meinem Kanal findet ihr Videos zu vielen verschiedenen Videospielen. Ich bin ein Einmann-Gaming-Magazin, Hardware-Tests, Reviews, Guides. Lasst euch überraschen, guckt gerne mal vorbei, würde mich freuen. Aber damit legen wir mal los. Als erstes will ich mal über die Atmosphäre von Diablo 4 reden. Die ist tatsächlich echt gut gelungen. Ich muss sagen, ich hatte zwar gedacht, dass es düster ist, aber nicht so düster. Also da sind schon teilweise richtig happige Szenen drin, die schon fast so Horror-Game-mäßig sind, gerade in den Cutscenes. Und das ist auch ein Punkt. Die Cutscenes in dem Spiel und die Erzählweise ist richtig großartig. Das hat mich von Anfang an direkt abgeholt. In der ersten quasi Cutscene gab es so einen kleinen Wink Richtung Diablo 1, wo man so ein verlassenes Dorf sieht und ein Fenster so aufschlägt. Das war eindeutig ein Wink Richtung Diablo 1, fand ich ziemlich charmant. Aber die Qualität der Cutscenes hat auch überhaupt nicht nachgelassen. Was auch cool war, dass es in vielen Cutscenes auch euren Charakter zu sehen gab und dieses komplexere Charakteranpassungssystem auch da richtig glänzen konnte. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ich muss sagen, dass die Story an sich um Lilith und den Verfall von Sanctuario diesmal auch wieder ja, richtig motivierend war. Also ich habe auf jeden Fall richtig Bock, das auch nur für die Story zu spielen und zu Ende zu sehen. Aber das ist ja nicht der Hauptgrund, warum viele Diablo spielen. Es ist das Gameplay, es ist der Loot, es ist das Endgame. Und da muss ich natürlich auch direkt sagen, dass das ja nur eine Beta war. Wir konnten zwar bis Level 25 spielen, was ich auch gemacht habe, aber da kriegt man natürlich keinen guten Eindruck davon, wie das Item-Game ist, wie das Loot-Game ist. Nur so ansatzweise. Und das ist eben das, worauf jetzt meine Aussagen beruhen. Zunächst muss ich sagen, dass ich während dem Spieldurchgang bestimmt irgendwie 7 oder 8 Legendaries gefunden habe, was ja zu Blizzards Aussage passt, dass die Legendaries jetzt nicht das Wichtigste sind, sondern quasi gleichwertig mit Rares. Also Legendaries, das habe ich auch so vermutet, bekommt man dann relativ schnell, um seine Builds zu basteln. Aber das habe ich auch schon in dem Video, wo ich alles, was an bisherigen Informationen verfügbar ist, zusammengefasst habe, gesagt. Ist ja jetzt auch nochmal verlinkt. Die Fähigkeiten der Legendaries könnt ihr extrahieren und auf andere Sachen draufbringen. Und die haben jetzt halt auch einen Random Roll. Das bedeutet, die Fähigkeit kann unterschiedlich gut sein. Dazu kommt, dass Rares, also die gelben Items, tatsächlich noch eine Relevanz haben dann im Endgame, was man natürlich jetzt nicht wirklich testen konnte. Also ich habe zwar ein paar Fähigkeiten hin und her geschoben oder so, aber im Endgame können die Rares tatsächlich diesmal auch mehr Rolls und bessere Rolls, was die Standard-Stats angeht, haben. Das bedeutet, ihr habt mehrere Item-Pools, die jetzt relevant sind. In Diablo 3 war ja wirklich das Problem, dass man eigentlich alles, was nicht orange war, sofort vernichtet hat. Also alles, was ich bisher da jetzt gesehen habe, bestätigt das, dass so die Design-Idee ist und ehrlicherweise glaube ich, dass das ganz gut funktionieren wird für die Langzeitmotivation. Und wo ich gerade über Builds geredet habe, ich habe verschiedene Spielstile für den Barbar ausprobiert, natürlich Spin to Win, verschiedene Buffs und Angriffsskills. Es ist wieder das Standardsystem, wo ihr quasi eine Leiste aufbaut, also Energie sammelt mit eurem Basisskill, die dann ausgibt für mehr Damage. Dann habt ihr noch Verteidigungsfähigkeiten, ihr habt Anstürmfähigkeiten. Da sind ja, viele der Sachen schon zu sehen gewesen, die man so aus Diablo kennt und liebt, vor allem für die Nahkämpfer zum Beispiel. Die anderen Klassen gucke ich mir in der Open Beta auch nochmal an, vor allem auf den Nekromant bin ich gespannt, den gab es jetzt in der Closed Beta leider noch nicht. Aber was den Barbar angeht, muss ich sagen, konnte man schon mal einen Eindruck davon bekommen, wie dieser Skilltree strukturiert ist. Da muss man tatsächlich auch eine Auswahl treffen, also man kann in die Basis-Skills investieren und die dann immer nochmal einmal verbessern und bei der zweiten Verbesserung, also beim zweiten Zusatz-Skill, gibt es dann eine Auswahl zwischen verschiedenen Wegen, euer Bild quasi auszuschmücken, also mehr Schaden machen oder noch irgendeinen defensiven Effekt und das ist eine sich ausschließende Wahl, also eins oder das andere. Das ist schon mehr als in Diablo 3, aber ich habe im Voraus auch schon so ein paar Skilltree-Vorversionen gesehen, die deutlich komplexer aussahen. Das ist auf keinen Fall jetzt so tiefgründig wie irgendwie die anderen Action-RPG-Vertreter, die jetzt über die Jahre rausgekommen sind. Aber es ist, wie gesagt, ist mehr als in Diablo 3. Was ich aber gemerkt habe, ist, dass man mit dem, was da ist und eben diesen bedeutsamen Entscheidungen tatsächlich unterschiedliche Builds machen kann. Was mir am meisten Spaß gemacht hat, war so ein Blutungs-You Are Already Dead-Build, wo ich einfach Blutungsschaden verteilt und dann gezündet habe, der sich dann immer weiter verteilt hat. Das war sehr spaßig. Das konnte ich also schon mit diesem frühen Level machen, mir so ein interessantes Bild zu basteln, wo dann auch ein paar meiner Legendaries mit interagiert haben. Man kann die Skills auch respecken. Das hat Blizzard ja quasi gesagt, ist möglich, aber wird exponentiell immer teurer werden. Das heißt, wenn ihr im Endgame seid, dann wird das Ganze so teuer sein, dass ihr vielleicht
auch mal darüber nachdenken, einen neuen Charakter zu rollen. Also das heißt, am Anfang könnt ihr ausprobieren, in welche Richtung es gehen soll und dann müsst ihr euch irgendwann ein bisschen genauer entscheiden. Finde ich aber auch gar nicht so schlecht, ehrlicherweise. Dann hat man einen Grund, nochmal einen neuen Charakter hochzuspielen. Denn das mögen Diablo-Spieler, deswegen gibt es ja auch immer diese Seasons in anderen Diablo-Teilen, wo man immer einen neuen Charakter startet und so. Also da habe ich kein Problem mit, dass diese Entscheidungen ein bisschen permanenter sind und der Charakter dann auch ein bisschen einzigartiger ist. Dazu kommt natürlich, dass ich noch keinen Eindruck vom Paragon-System habe, aber da haben sie ja auch, hab ich auch im anderen Video schon erzählt, gesagt, dass das ein bisschen komplexer ist, also noch mehr ins Detail geht. Diese rotierenden Boards muss ich euch ja jetzt wahrscheinlich alles nicht nochmal erklären, aber da wird man dann halt erst im Endgame sehen, wie das dann halt genau funktioniert. Trotzdem, in diesen frühen Leveln konnte ich schon bedeutsam unterschiedliche Builds basteln und die haben auch meistens Spaß gemacht. Was den Barbar und auch die anderen Klassen an sich angeht, gibt es ja jetzt auch für jede Klasse so ein paar Sondersysteme. Der Barbar kann also sehr viele, insgesamt 4 Nahkampfwaffen ausrüsten, die dann auch mit einem gewissen Skill triggern. Das heißt, für so weit schwingende Attacken habt ihr halt irgendwie ein Breitschwert, dann habt ihr 2 Einhandwaffen für andere Attacken und einen Hammer oder eine Axt, was groß ist für so Schmetterattacken. Und dann holt ihr halt auch immer die entsprechende Waffe raus. Und man kann auch tatsächlich diese Builds auch darum designen, halt nur Angriffe eines gewissen Typs zu machen, sodass man eigentlich nur einen Waffenslot dann aktiv benutzt oder so. Das ist auch tatsächlich relativ interessant. Wie tiefgründig das dann am Ende wird, kann ich natürlich jetzt noch nicht sagen, aber jede der Klassen hat irgendwie so ein zusätzliches System, was sie nochmal mehr einzigartig macht. Darüber habe ich, wie gesagt, im anderen Video auch schon gesprochen, was das so ungefähr ist. Aber ja, es ist ungefähr so, wie ich es erwartet hatte beim Barbar. Und da müssen wir jetzt auch über das Gameplay reden. Und da habe ich ein bisschen, muss ich ehrlich zugeben, gemischte Gefühle. Also, ne, ist ja meine persönliche Meinung. Ich will das ja natürlich auch niemandem mies machen. Der allgemeine Konsens ist sehr positiv, was die Beta angeht. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es zumindest ja ein wenig langsam anfängt. Nochmal, wir haben das Endgame noch nicht gesehen und am Schluss hatte ich auch Builds, die ein bisschen mehr so turbomäßig abgingen, wo ich so ganze Räume schnell wegmache oder so. Aber es geht mir mehr um das allgemeine Feeling des Kampfsystems, das Bewegen und so weiter. Zum Beispiel in Diablo 3, was ich weiß, einige nicht mochten. Ich persönlich hatte über die Jahre immer wieder Spaß damit als sozusagen Arcade-Spiel mit Loot obendrauf. Das hatte gerade, was die Nahkämpfer angeht, auf Controller einfach so ein geiles Feeling. Zum Beispiel der Mönch hat sich dann immer von Gegner zu Gegner teleportiert mit seinem Basisangriff, sodass man halt super schnell unterwegs war. Hier gibt es natürlich keinen Mönch und ich habe ja auch einen Barbar gespielt, aber ich muss sagen, der hat sich halt einfach ein bisschen langsamer und bedachter angefühlt. Und ich denke mal, dass das grundsätzlich so eine Game-Design-Entscheidung war, passt ja auch zu dem Ton, denn das Kampfsystem ist schon deutlich bewusster, zumindest jetzt in diesen frühen Leveln. Man hat auch, das fand ich in Diablo 3 tatsächlich auch ganz cool auf Konsole, gab es so einen Ausweichknopf. Man konnte so wegrollen und sich halt aus irgendwie so Pools oder Feuer rausrollen. Das ist hier tatsächlich notwendig. Man kann jetzt noch nicht auf so richtig hohen Schwierigkeitsgraden spielen, aber es gibt schon einen etwas höheren, wo die Gegner ein bisschen stärker sind. Und auf dem muss man tatsächlich, gerade bei Bossen, die auch wirklich schöne Mechaniken haben, wo viel abgeht, irgendwie so Wellen kommen und Projektile, also man muss ein bisschen Bullet-Hell-mäßig tatsächlich auch wirklich aus den Sachen ausweichen. Hat man also auf dem Cooldown so einen Ausweicheffekt. Das ist zwar keine Rolle, aber man hat zumindest zum jetzigen Zeitpunkt so 2 dieser Ausweich-Moves quasi auf einem Cooldown drauf. Das war halt wirklich essentiell fürs Überleben. Genauso ist auch eine Sache, die, wie gesagt, ich glaube, es ist eine bewusste Gameplay-Entscheidung, die mir aber aufgefallen ist, dass man immer aktiv heilen muss. Also es gibt nicht mehr diese Arcade-mäßigen Orbs. Nochmal, die scheinen sich ja von diesem arcadigen Gameplay ein bisschen mehr zu entfernen, die man einfach einsammelt, die Health-Orbs, die dann direkt die Heilungsregeneration starten. Also es droppen solche Orbs, die füllen aber nur eure Ladung für die Flasche wieder auf. Das heißt, ihr müsst doch aktiv die Flasche einsetzen, um dann euch zu heilen. Ist ja nicht schlimm, habe ich mich schnell dran gewöhnt. Wie gesagt, ist mir nur aufgefallen. Und diese Sachen zusammen sagen mir halt, dass sie von diesem Arcade-Game ein bisschen weg wollen, mehr zu so ein bisschen bewussterem Gameplay. Und ehrlicherweise denke ich, dass das vielleicht keine so schlechte Entscheidung ist. Passt halt auch irgendwo zu diesem düsteren Ton, zur Atmosphäre, die sie da jetzt haben wollen. Aber ich kann halt nicht drumherum zu sagen, dass zumindest jetzt am Anfang das sich einfach ein bisschen langsamer angefühlt hat für mich. Also ich mochte einfach den Impact und so in Diablo 3 sehr gerne. Das knackige Gameplay, das bisschen arcadige, hat mir ganz gut gefallen. Das hier finde ich nicht schlecht oder auch nicht schlechter. Es ist halt nur anders. Für mich ein bisschen Gewöhnungszeit, ehrlicherweise. Und wie gesagt, wir sind noch nicht im Endgame. Wir können noch nicht absehen, wie das Ganze sich dann tatsächlich niederschlägt, wenn man alles freigeschaltet hat und so ein richtig spezialisiertes Build gebaut hat. Allgemein aber, was die Animation und so angeht, hat das Ganze schon
Impact, hat vor allem gutes Sounddesign, das ist auch immer ganz wichtig. Ansonsten, diese düstere Atmosphäre hat auch vielleicht ein, zwei Nachteile. Einer davon ist halt, dass die Gegner wirklich alle grau und braun und so sind. Die Lichteffekte sind wirklich toll. Wenn man in der Höhle ist, ist es echt dunkel, dann sieht man mal so einen Strahl an Licht. Das ist super prima, aber für das Auseinanderhalten der verschiedenen Gegnertypen habe ich ehrlicherweise auch manchmal ein bisschen das Problem gehabt, was ist jetzt was sozusagen. Die sehen irgendwann, wenn die alle auf einem Haufen stehen, aus wie einfach so ein großer brauner Haufen an Mobs, die man dann wegmachen muss. Also die fließen so ein bisschen ineinander. Das ist natürlich auch Geschmackssache. Nochmal, passt zu der Atmosphäre. Dadurch verliert man aber so ein bisschen ja, visuelle Lesbarkeit, ne, in diesem Kampfsystem. Trotzdem, was die Mechanik angeht, sind es wieder die typischen Diablo-Sachen. Die Bosse sind diesmal wirklich ein Highlight gewesen. Selbst die Mini-Bosse, die ich bekämpft habe, waren auf jeden Fall wesentlich interessanter als noch in Diablo 3. Da ging viel mehr ab, da war viel mehr, auf das man achten musste. Das ist auf jeden Fall einen großen Daumen nach oben. Und jetzt müssen wir natürlich auch noch über den neuesten und vielleicht interessantesten Aspekt reden, nämlich die ganze Open-World-Geschichte. Die Map wirkt ziemlich groß. Das, was man jetzt gesehen hat, scheint nur ein kleiner Teil davon zu sein. Wenn man ganz rauszoomt, sieht man, dass es ein richtig großes Gebiet ist. Und dann gibt es auch Marker für Akt 2 und Akt 3. Also das scheinen so die neuen Hauptstädte zu sein, zu denen man dann reisen muss. Also ich glaube, da kriegt man dann einen ganz guten Eindruck davon, wie groß quasi die gesamte Map ist. Aber es ist halt nicht nur die Open-World-Map, sondern es sind halt auch noch diese ganzen Dungeons. Ich habe ja auch schon im anderen Video darüber geredet, dass die dieses System jetzt da drin haben. Wenn man einen Dungeon abschließt, bekommt man sozusagen ein legendäres Affix, also eine legendäre Fähigkeit, die man dann auf irgendeine Waffe draufschmieden kann. Sprich, man schaltet einfach was Legendäres frei. Und die sind auch nach Klassen aufgeteilt. Man sieht auch, wenn man auf so einen Dungeon geht, wenn man da drüber geht mit dem Cursor, welche Fähigkeit da drin ist. Das ist ziemlich cool. Gibt euch einen Grund, diese Dungeons abzuschließen. Dann gab es noch diverse andere Events, so Public Events, World Boss Event. Ich habe viele andere Spieler da rumlaufen sehen, aber ehrlicherweise nicht viel mit denen interagiert. Mounts waren noch nicht zur Verfügung, deswegen habe ich auch in Bewegungsgeschwindigkeit beim Barbar investiert, sobald ich die Möglichkeit dazu hatte, damit ich halt ein bisschen schneller rumkomme und möglichst viel sehen kann. Aber ja, die sind natürlich auch ein Teil des Spiels, weil die Map halt so groß ist. Konnte man aber jetzt in der Close Beta noch nicht ausprobieren. Und man konnte tatsächlich auch diese Stronghold Events ausprobieren, wo man eben etwas abschließen muss, irgendeine Aufgabe, irgendwas befreien muss, ein Dorf oder ein Schloss oder was auch immer, und wo sich die Map dann permanent ändert. Also zum Beispiel musste ich da so ein Camp von den Ziegenmenschen da erledigen und dann wurde da so ein Dorf freigeschaltet. Das hatte aber keinen Reisepunkt, sondern das ja, war einfach nur so ein Außenposten. Und da muss ich sagen, hatte ich auch ein paar interessante Bugs. Ne, ist ja eine Beta, also ne, aber gut, ist auch nicht mehr so weit weg vom Release. Die Bugs kamen meistens daher, dass das Spiel ein bisschen nachgeladen hat. Also diese Events, diese Public Events, vor allem diese Änderung der Welt nachgeladen hat. Das bedeutet, wenn ich in das Areal reingelaufen bin, war da erst gar nicht dieses Camp der Ziegenmenschen. Das ist dann einfach so plötzlich reingeploppt. Und einmal ist es mir passiert, dass ich einfach in der Geometrie stecken geblieben bin, weil unter mir hat sich so ein Zaun manifestiert und mein Charakter konnte dann halt sich nicht mehr bewegen. Zum Glück hatte ich noch das Portal, ne, also konnte mich rausporten, aber musste dann wieder komplett neu hinlaufen. Das war ein bisschen weird. Also auf jeden Fall haben diese Events nicht sofort geladen, sondern es hat immer ein bisschen gedauert bei mir. Und das ist natürlich auch ein Punkt, über den wir auf jeden Fall reden müssen. Diese ganze Online-Geschichte. Das hat Vor- und Nachteile. Dadurch, dass es dann so eine belebte Live-Service-Welt ist, können die natürlich Dinge ändern, können irgendwelche Events machen. Das ist ja auch ganz cool. Das kenne ich und liebe ich auch teilweise an Destiny. Aber ich muss sagen, während der Beta war natürlich nicht der allerbeste Ersteindruck, als die Server am Anfang so richtig hart gestruggelt haben und keiner reingekommen ist. Und da habe ich natürlich sofort gedacht, Mensch, wie schön wäre es, wenn es einen Singleplayer-Modus geben würde, gerade zum Beispiel fürs Steam Deck oder so, die Möglichkeit zu haben, das Ganze einfach auch komplett offline zu spielen, wäre super gewesen. Ich könnte jetzt sofort Diablo 3 auf meiner alten Xbox oder wo auch immer drauf spielen und einfach 100 Stunden Spaß haben. Irgendwann weiß ich, ist es vorbei mit meinem Diablo 4 Safe Game. Irgendwann sind die Server offline in, weiß ich nicht, vielleicht 10 Jahren, was weiß ich, wie gut das Spiel läuft. Aber allein der Gedanke ist einfach nicht cool. Es ist ja auch nicht unmöglich, sage ich mal, das zu trennen, einen Online- und einen Singleplayer-Modus zu haben. Das ist ja nichts Neues, das gibt's ja schon ewig. Also da würde ich das Argument jetzt nicht so kaufen, dass das wegen der Struktur des Spiels irgendwie notwendig ist. Die wollen natürlich gerne, dass ihr die anderen Spieler seht und die Cosmetics von denen, die sie im Shop gekauft haben. Das ist ja alles logisch. Da muss man ja nicht extrem schlau für sein, um zu verstehen, was der Grund dafür ist. Aber ich muss einfach sagen, dass das was ist, was ich wahrscheinlich vermissen werde. Auf der anderen Seite wahrscheinlich nicht so sehr, weil wenn alles rund läuft, wenn der Launch mal vorbei ist, die Server stabil laufen, Blizzard hat ja auch genug Erfahrung damit. Die Releases, die Launches funktionieren nie, aber der Rest dann wahrscheinlich ganz gut. Dann wird
das einfach kein Problem sein, weil man einfach spielt, seine Freunde sind online und alles. Ne? Also wahrscheinlich gar nicht so ein großes Problem, nur in eben diesen besonderen Situationen. Ich will noch einmal zurück zu den Dungeons kommen, denn da, ja, ist zwar der Reward am Ende cool, aber das, was sie gesagt haben, dass diese Dungeons so unterschiedlich sind und auch eine eigene Story und sowas haben sollen, na, nee, eher nicht so. Also die Dungeons sind schon relativer einheitsbrei, zumindest jetzt in diesem Gebiet. Kann sein, dass es natürlich in anderen Gebieten anders ist. Es soll ja über 100 Dungeons geben. Ich habe tatsächlich bestimmt schon irgendwie 10 gemacht oder was. Und oft waren es halt ähnliche Events, ähnliche Aufgaben. Also zerstöre 3 so Skeletttürme, geh dann zum Boss. Oder zerstöre hier ein paar besondere Gegner und sammle irgendeine Energie. Dann kannst du eine Tür öffnen. Es waren Events, die sich halt immer irgendwie geähnelt haben. Und da war jetzt auch nicht irgendwie super viel Story drin. Da lag vielleicht mal irgendwie so ein Manuskript auf dem Boden. Da war ein NPC, der gesagt hat, Hilfe, rette mich. Und das war's. Also so richtig viel Story haben die jetzt nicht. Das hatte ich tatsächlich ein bisschen anders erwartet, weil sie das halt so gesagt haben. Aber im Endeffekt ist es halt ein randomisierter Diablo-Dungeon, in den man reingehen kann. Ich habe auch gesehen, dass man die Dungeons tatsächlich einfach resetten kann, wenn man mehr zum Grinden haben will, also einfach irgendwelche Bosse platt machen will. Content scheint es genug in diesem Spiel zu geben. Und die Hauptstory, die war super erzählt. Also da muss ich jetzt nicht unbedingt für jeden Dungeon da irgendwie so eine Oscar-verdächtige Story haben. Das heißt, ja, meine Gefühle sind zwar ein bisschen gemischt, weil ich mir vielleicht ein paar andere Sachen gewünscht oder erhofft hätte. Auf der anderen Seite ist das, was da ist, absolut solide. Es hat super viel Spaß gemacht und ich weiß auch jetzt schon ganz genau, dass ich dieses Spiel sehr intensiv spielen werde. Und wenn ihr die Chance habt, in die Open Beta reinzugucken und es dann ausprobiert, werdet ihr das wahrscheinlich auch relativ schnell wissen. Aber Diablo ist halt eben einfach der Hamburger der Videospiele. Es geht immer. Mal sehen, dieser erste Eindruck war auf jeden Fall positiv. Nicht absolut unendlich positiv, aber positiv. Und ja, ich bin ziemlich sicher, dass ich viel Spaß mit dem Hauptspiel haben werde. In der Open Beta werde ich jetzt auch nochmal den Nekromanten austesten. Da lasse ich euch dann vielleicht auch nochmal im extra Video wissen, was da so mein Eindruck war. Aber das waren so meine Gedanken jetzt nach dem Closed Beta Test. Wenn ihr es gespielt habt, schreibt gerne unten in die Kommentare, was so euer Eindruck war. Zu Diablo 4 wird es natürlich auch noch mehr Videos auf meinem Kanal geben und zu vielen anderen Sachen, wie schon gesagt. Schaut gerne mal vorbei. Aber das war es erstmal wieder von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut.